Yo, herzlich willkommen zu Killing Floor 2, der neue Arena-Shooter, naja, nicht Arena-Shooter, der neue Überlebens-Shooter sozusagen, der jetzt gerade rausgekommen ist vor kurzem auf Steam. Die Fortsetzung von Killing Vor Floor über 1. 2 Jahren. Sicher? Ach, Ja. dann sind wir ein bisschen spät dran, nicht wahr? Dann sollten wir jetzt mal aufholen, ne? Ja, okay, eigentlich zeigen wir das ja nur wegen dem kleinsten Update, das wir jetzt bekommen, das das Spiel bekommen hat. Und da haben wir gedacht, hey, zeigen wir mal ein kurzes, erstmal Let's Show, oder wollen wir ein Let's Play machen für jede einzelne Map, wie wir was wir gesagt haben? Boah. Das wird sich ja ergeben. So viele Maps sind jetzt noch in dem Spiel noch nicht. Es ist ja noch eine. Es ist ja noch. Ist das eine Beta oder ist das noch Greenlight? Okay, na gut, starten wir dann mal. Wir Ich sind. versuche es, aber keine Server. Ich suche Server, aber es ist keiner gefunden. Wie ist es kein Server da? Ist etwa zu viele Leute jetzt draußen und wollen spielen? Okay. Nein, es sind einfach keine Server an. Wir müssen also 7 Wellen machen. 7 Wellen? Okay, das Dieses passt. Spiel ist ein relativ gutes Spiel. Ich kann gar nicht sagen, wie gut ich es finde vom Gameplay her. Ach ja. Ja, es kommt schon an, ne? Aber es ist auch sehr hardwarehungrig. Und vor allem merkt man auch daran, wie ihr jetzt seht, die Ladezeiten sind ein wenig lang. Ein wenig. Ist noch Early Access gewesen vor kurzem. Immer noch? Ist es Das das geht Ding? schon. Ist es das? Immer noch oder nicht mehr? Ja, der erste Teil Killing Floor war ja jetzt nicht so ganz so toll, nicht wahr? Okay, raus, 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 raus. Wieso raus? Zum raus. Die Runde läuft schon. Bringt uns Ich nichts. sehe hier noch den Ladebildschirm. Ja, schön. Okay, gehen wir da raus hier. Die Runde läuft schon, das bringt uns nichts. Nimm die Anlage nochmal an. Ja, Leute, das Okay. ist natürlich immer geil, weil man kann hier nicht. Ja. Man kann sich stellen. Und ich bin gerade ein bisschen. Ich hoffe, mein PC brennt nicht durch. Die Grafikkarte. Warum? Weil DxStory zeigt mir an, die CPU. Ab und zu unter der Frames-Anzeige. Ja, das ist nicht die Grafikkarte, Dejan. Ist der CPU. Der GPU nicht. Nee, nicht CPU, sondern GPU. Das ist doch ein Das ist die Grafikkartenchip. Grafikkarte, ja, das ist die Grafikkarte. Hast du den mal entstaubt und mal geguckt, wie die Kühlung ist, also die Hitze? Ich habe Du hast letztens doch erst aufgesaugt. HW-Monitor. Ja, ich habe letztens erst durchgesaugt. Muss man alles wieder mal machen, ne? Merkt euch das, Leute. Ja, ihr müsst wissen, Dejan ist relativ faul gewesen, was seinen PC angeht. Er wollte unbedingt dasselbe Gehäuse haben und hat sich so ein Billo-PC zusammengeschraubt. Das war vor Ewigkeit. Das war Okay, vor das Jahren. sieht gut aus hier. Okay, nehmen wir das. Was ist das? Es geht los. Zumindest kein Nazi-Server oder ähnliche Geschichten. So. Gibt es doch hier nicht. Ja, no, ja, aber es gibt doch andere Hi, Spiele. Dejan. Ich Hallo. bin Anton Strasser. Hallo. Ich bin Reverend. Weiß ich nicht mehr. Der Rentner mit. Quatsch. Der Vater mit der Sonnenbrille. So. Danke. Ja, was ist Man kann eigentlich die das? Taschenlampe anmachen und die Sä wir müssen Zeds töten und überleben. Ja, Zed, das Das ist ist das quasi. Zed ist quasi Spielziel. das. Ja, kann man sagen. Zed ist quasi das, was bei. Tanz der Teufel. Darf man das sagen? Oder Evil Dead. Guck mal hier. Oh, ein Ein Folterstuhl. Nadelstuhl. Ein mittelalterlicher Nadelfolterstuhl. Schön. Boom! Zeitloop. Das war jetzt deine Zeit, du, was? Unsere Charaktere sind übrigens schon hochgestuft, Naja, also schon verbessert. Level. Oh, die Grafik hat sich doch ein bisschen. Ist doch ein bisschen anders. Ja. Okay, das Update war auch 3,9 GB groß. Au! Ja, das ist übrigens der Sinn des Spiels. Man muss überleben. Witzig, oder? Ja. Wupp! Molotow! Alter, oh, Ah, Rumschlag, ich schön. brenne! Ja, das darf nicht in dem Spiel passieren. Man darf sich nicht in der Ecke drängen lassen. Dann hat man meistens schon Das verloren. passiert dir schon sehr oft, weil er nämlich blöd ist und immer rückwärts rennt. Ja, Ich funktioniert brauche auch. mal eine fette Heilung. Das funktioniert auch nur in Videospielen, rückwärts laufen. Oh, das kriege ich auch im echten Leben hin. Ja, ich bin übrigens Heiler und welche Klasse bist du? Gib Ich mir. bin der Spray and Pray. Ja, es gibt mehrere Klassen im Spiel. Berserker, Sanitäter, Kommando. Oh, Oh, Teufel. Gehen wir Feuerteufel alle mal durch nacheinander, und aber. Revolverheld und ich weiß noch, ach, Scharfschütze, genau. Wobei Scharfschütze in dem Spiel jetzt eigentlich jetzt nicht gerade so richtige Sache ist. Alter! Wenn man sich versieht, kommt Was? irgend so ein Standardvieh von hinten. Hat ein Auge auf mich geworfen. Ja, ach ja, übrigens, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, das Spiel ist ab 18. Geht schnell weg. Das wollen die Kinder, dass sie erst recht gucken. Naja, laut Google Analytics sind meine Zuschauer ein bisschen älter als Kinder. Oh. Ja, passt doch. Ja, meistens sind auch Männer.
Nice, yay! Ja, nur 20%. Obwohl, naja, gut, die Leute, die es angeben. Willst du nicht zum Handelspot kommen und was alles kaufen? Bin doch da, hallo. Hallo? Wo denn? Ich sehe dich gar nicht. Hm, egal. Vielleicht bist du gerade unsichtbar. Bin so. Hinter dir. Ach, da bist du. In den ersten Wellen ist es natürlich immer noch gut, wenn man nur erstmal die vorhandenen Sachen auffüllt und selbst später sich dann erstmal so nach ab 2 und 3 sich dann die richtigen guten Waffen kauft. Am besten natürlich für die eigene Klasse. Ganz genau. Oh, da ist schon einer beigetreten. Ja, hallo, LiveLeak.com. Willkommen auf YouTube. Oh, wie erschlag ich Werbung. Falls ihr euch wundert, warum das so dunkel ist, ich will... Wegen einer Aufnahme? Nein, nicht, wenn es zu dunkel ist, muss die Helligkeit hoch machen. Denk dran, YouTube macht das dunkler. Noch dunkler. Also wenn du jetzt kaum... Ja, wenn du jetzt kaum was siehst, dann musst du heller machen. Ah, keine Sorge, es ist ja nur im... keine Sorge. Im Keller so. Ist. Ja, ich will nur drauf erinnern. Ich will dich nur dran erinnern. Nach oben, nach oben, nach oben. Ja, komm, besser ist andrehen. Das. Weil, ja, enge Räume sind nicht gut, weil die meisten Gegner kommen meistens entweder, man denkt immer, von schießt man vorne, kommen sie dann nochmal welche von hinten. Das ist das Spiel schon, da denkt das Spiel schon mit. Beziehungsweise die Technik. Bumm! Bam! Bumm! Sehr schön. Das ist der Mittelraum, hier sollte man sich immer am besten verstecken. Mhm. Mit F kannst du deine Taschenlampe aktivieren, ich wollte es dir nur sagen. Mhm. Das Spiel eigentlich, du hast doch mal erwähnt in der Zwischenzeit, wo wir hier ein bisschen eingestellt haben, dass das Spiel eine Story hätte. Stimmt das? Das ist doch die ganze Zeit. Ja, aber die ist jetzt nicht so wichtig, es ist ja mehr ein Multiplayer-Shooter. In dem Fall. Die steht nicht im Mittelpunkt, wie bei, zum Beispiel bei, was gibt's noch für, was gibt's denn für Shooter, Multiplayer-Shooter mit Story-Relevanz? Uiuiui, lag der Server bei mir. Ja, das kann schon passieren, vor allem bei vielen Gegnern. Ich brauche übrigens eine Heilung. Ich weiß, du willst gerne Gegner killen, aber das kannst du nicht. Du bist der Heiler. Ja, ich bin der Sanitäter. Deswegen kann ich mit meiner kleinen Spritzenwaffe, ähnlich wie der Medic aus Team Fortress 2, meine Teammitglieder heilen mit meinen Schüssen. Aber nur mit einer bestimmten Schuss. Und deine Granaten. Aber nur mit den bestimmten Schuss da unten. Ihr seht das da, dass das hier aufladen, 100%. Da gerade mit der mittleren Maustaste. Glück muss man nicht hundertprozentig genau zielen, um die Gegner, die Leute zu heilen. Ach, Flammenwerfer. Ja. Mutanten, Zombies und Dämonen sind übrigens die Hauptgegner, weißt du? Oder diese Unsichtbaren. Das sind keine Dämonen. Sicher? Ach, das sind alles Regierungsexperimente. Diese böse Regierung. Ach, ist das hier so ähnlich? Ach, du meinst, das hier ist so ähnlich wie, wie hieß es? Oh, sein ist Resident Evil. Das ist Umbrella. Du meinst, das hier ist so ähnlich wie... Die meisten hier sind Klone. Die meisten Viecher hier sind Klone. Diese komische Siren ist die... Ehefrau des Gründers der Firma, die früher, ja, Derbe. Gerne Sachen gemacht hat. Eine Sängerin werden wollte. Ach, deswegen singt sie auch so schön jetzt, ne? Mhm. Ach, du meinst, das hier ist so ähnlich wie... Oh Gott, wie ist das Spiel? Ich weiß schon, von dem es dieses Meisterwerk an filmischer Eloquenz gibt. Wie hieß es nochmal? Denk dran, mich hauptsächlich in der Kamera zu zeigen, damit die Leute sehen, wie man gut nicht spielt. Mhm. Ja. House of the Dead, genau, so ist das hier wahrscheinlich hier, meinst du, ne? Oh, wieder ein... Wie der Film, der auf... Wie das Ding, was auf dem Film ein Zombie hing am Glockenseil basiert. Tut es das? Das wundert mich jetzt aber. Nein, tut es nicht, aber hey. Ich wollte den Film jetzt mal erwähnen, weil er in Deutschland verboten ist. Ach, da gibt es eine Menge Filme. Man darf keine Werbung dafür machen, man darf nichts sagen darüber. Eike erzählt uns was über Beschlagnahmen und Freigaben. Quatsch, Indizierung. Na gut, das Spiel ist aber 18, Eike, ne? Du darfst ja nur darüber berichten, ne? Nicht werbend, ne? Oder wertend. Wie war es, ne? Ja, los, guckt euch den Film mal an. Ups. Ja, wir waren natürlich die FSK 16 Kaufausfassung. Falsche Richtung, hier lang. Ah. Man muss den... Live League hat Scharfschütze gewählt. Ja, man muss den Leuten, die das Spiel gemacht haben, zumindest hier mal Lob aussprechen. Die haben das hier sehr schön designt, die ganzen Sachen, ja. Im Gegensatz zum ersten Teil, der sich ja noch ein bisschen wie so eine Grafikdemo angefühlt hat. Denk dran, wenn es zu dunkel ist, mach die Helligkeit hoch. Dann mach ich ja eben mal kurz die Helligkeit hoch. Beschütz mich mal. Geht nicht. Hättest du in der Pause machen müssen. Ach komm, das schaffe ich schon. Gamma anpassen. So, ein bisschen auf die Mitte so.
Zeitlupe! Ah, heilen. Können sich übrigens auch alle paar 30 Sekunden oder so auch mal heilen, selbst heilen. Bringt aber eigentlich nicht so viel. 20 Lebenspunkte. Ja, das ist schon mal ziemlich viel. Besser als gar nichts, sagen wir mal so. Wir sollten hier mal ganz fix raus. Ja, offene Plätze ist besser als enge Räume. Scheiß Server, ey. So schlimm. Stay pit, Fotze. Ach ja, du wirst jetzt auf der Karte übrigens angezeigt als Symbol. Das ist praktisch. Wie oft hat man sich schon hier schon verirrt und dann gesucht, ich bin hier, nein, ich bin da, nein, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ah! Boom. 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 Man hat übrigens auch mehrere Waffen, ne? Falls das irgendwie auch. Und ich habe einen Perk. Und ich habe einen super Perk, dass die Gegner mit 50%iger Sicherheit explodieren lässt. Ja, es gibt übrigens Perk, das ist auch so ein klitzekleines Adventure. Nein, nein, nicht Adventure. Rollenspielaspekt, wenn man so will. Das bringt Abwechslung rein. Heil mich mal lieber. Und ist nicht ganz so übertrieben wie hier die. Wie hieß es nochmal? Die Abschussbelohnungen bei Modern Warfare. Oder Call of Duty generell. Scheiß Call of Duty, ey. Bam, bam, bam. Klein Weberknechtmänner, wie ich sie nenne. Tatsächlich eine Mischung aus Spinne und Mensch. Mhm. Hier ist übrigens Munition, da soll ich darauf hinweisen. Hier. Du sollst halt aufpassen, die. Bam, 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 bam. Nackt in der Öffentlichkeit. Boah, der Server leckt so am Arsch, ey. So schlimm. Es dauert ungefähr eine Sekunde, bis du Response bei mir ankommt. So schlimm also? Naja. Da können wir, da kann ja das Spiel jetzt nicht für. Ja, der Server ist für den Arsch. Ah. So. Mal, wir sind noch bis 3 von 7 Wellen. Ja, ich dachte, das ging nicht anders. 4 Wellen geht, ging nicht. Ah, schade. Das war kein Server da. Okay, Waffe kaufen. Also, was haben wir denn da? Das sind die Feldsanitäterwaffen. Alter, kannst du mir 100 Dollar geben? Ja, okay. Kann ich aber nur noch auffüllen. Wo bist du? Vor mir? So. So. Kann Waffen geben mit der B-Taste? Übrigens, ja. Ein bisschen hier Science. Nicht Science Fiction. Ja, auch Science Fiction, aber hier so ein bisschen. Management muss man auch machen mit Geld und was man bekommt von den Gegnern. So. Ich habe jetzt die Mikrowellenkanone geholt. Mhm. Ist eine Mikrowellenwaffe. Eine Waffe, die wie eine Mikrowelle funktioniert. Die Gegner lustig aufquellen lässt. Wie knusprig gebraten. Lecker. Chicken-Wings-mäßig oder was? So. So. Ich hoffe, jetzt ist es nicht wieder zu hell geworden. Obwohl, du YouTube machst ja eben dunkler. So. Eben. Hast du aber nicht so krass hochgedreht, so. Nee, es geht schon. Jetzt kann man zumindest auch wieder den Hintergrund erkennen. Jetzt war, als ich das Anfang gestartet habe, war es richtig stockdunkel draußen. Oh, jetzt kommen die großen Gegner, was? Die etwas stärkeren. Oh, yes, gut, danke. Oh. Es gibt, how the West was won. Es gibt übrigens auch super, naja, das hier sind noch die Standard-Mobs. Es gibt immer stärkere Versionen. Das sind noch quasi noch die harmlosen Zombies. Bam, 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 bam. So. Ein bisschen Splatter muss sein. Ist das Leben voll Sonnenschein. Komisch, die Köpfe sind früher einfach geplatzt bei denen. Was? Ach, ich hasse die Unsichtbaren. Ich schmeiße jetzt mal einmal von meinen Granaten. Granaten heilen übrigens meine Teamkameraden und vergiften die Feinde. Die Gegner, Feinde, wie auch immer. Die Fetten sind quasi. Ist das nicht schön? Und die Dicken hier sind. Fetten, Fettdick sind übrigens dasselbe wie. Wie ist es nochmal? Die einzigen Gegner, die keine Klone sind. Ja, die Boomer aus Left 4 Dead. Quasi.
zack, zack, zack. Alter, immer wenn man auf einen Gegner konzentriert, kommt plötzlich quasi einer von hinten und haut hier auf die Seite. Danke. Hey, du hast noch keinen deiner berühmten One-Liner gegeben. Also ich meine jetzt von der Figur, meine ich. Hat? Hm. Zack, 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 zack. Oh, der ist aber groß. Sie haben das Modell überarbeitet. Wo? Von den Kettensägen-Typ. Kein Stück. Sicher? Kein Stück. Die haben mir nichts überarbeitet, grafisch. Was ist das denn? Stirb doch endlich, Ash! Stirb! Meine Fresse, das war kein Sterben, das war Platzen. Ich habe ihn ja auch explodieren lassen. Ja, das tun haben Mikrowellenwaffen so an sich. Ja, und ich habe meine gesamte Munition verpulvert, so. Alter. Wir haben schon mal besser gespielt. Da hatten wir auch keinen dritten Typen, der mit einem Level 0 Sniper reingegangen ist und uns die Gegner unnötig stark macht. Ach, ich hätte nicht nachladen sollen. Ich hätte ihn mit der V-Taste erstmal wegschlagen können, der erstmal kurz gestunt ist für ein paar Sekunden. Ach. Danke. Ich habe übrigens ein Perk, deswegen ich 20% mehr, oder 20, ja doch, 20% mehr HP habe. Genau. So. 886 Pfund-Euros. Oder wie heißt die Währung im Spiel? Pfund. Pfund? Das ist aber sehr wirklich. Wir sind in England. Sicher? Ach ja, stimmt. So, was nehme ich denn? Die kleine MG oder sollen wir lieber was Stärkeres? Oh cool, es gibt sogar Sprachchat. Oh cool, es gibt sogar Sprachchat. Oh toll, Echo. Vielen Dank. Ja, ich sollte mir ein bisschen Nasenspray nehmen. Ah. Moment mal, hä? Ich hatte doch als Feldsanitäter ja früher mehr Waffen. Die haben die kleinen Shotgun rausgenommen, die Winchester. Hm. Das ist doof. Katar. Haben sie gar nicht. Doch, da war doch noch eine Winchester mit drunter hier bei Feldsanitäter. War es nicht? Das weiß ich doch. So. War es nicht, Dejan? 637. Die Winchester ist eine Sniperwaffe geworden. Die Winchester 884. Ja, das Waffenarsenal ist teils realistisch, teils Science-Fiction, wie man sehen kann an Eikes Mikrowellenschleuder. Hey, immerhin eine gute Plasmakanone. Bumm! Du hast das Sofa zerstört. Das Sofa versaut. Ich hab das Sofa eingesaut. Da erinnere mich an meine letzte Party. Was ist so, ich versaut? Du hast es in zwei Hälften gerissen. Brutale Gewalt gegen Möbelstücke. Brutale Killerspiele. Du läufst übrigens in die falsche Richtung, das Zane. Ja. Alter, shit, die Gegner haben mich eingekreist. Und die, oh, Flammenwerfer hier. Müssen wir mal schnell unser Dejan retten. Ja. Kopf ab heißt übrigens bei den Gegnern nicht immer. Oder zumindest nicht sofort. Wie bei Hütchen. Komm zurück, Dejan. Ich bin schon auf dem Weg. Vergiss nicht, wenn ganz viel los ist, die Gegner in einer Ecke sammeln lassen, damit ich da meine Heilgranaten reinwerfen kann, damit sie dann in den Dunst sich nochmal extra länger vergessen. Das Ding hat eine riesige... Reichweite? Die hat eine große Reichweite. Größer als der blaue Kreis glauben lässt. Ja. Matschig. Hat das Spiel eigentlich schon eine Freigabe bekommen? Fuck, ey! Molotow verschwendet, scheiße. Ja, schlecht. Jetzt kann ich noch 5 Granaten. Ja. Ich glaube noch nicht, oder? Ich glaube, das ist quasi noch. Wie sagt man? Au, von wem bekomme ich denn hier Schaden? Mal guck, dreh ich mal um. Vielleicht ist hinter dir was. Okay. Pumpgun. Ich liebe Pumpguns. Und Double Shotguns. Zum Glück, Mann. Unser lieber Sniper ist anscheinend weggegangen, um uns die Kills zu stehlen. Ja. Zum Glück, Mann, gibt's eine Pumpgun. Wir hätten das Wiki auswendig lernen sollen für die Gegner, wie die heißen. Um ein bisschen so anzugeben. Das ist ein Crawler. Der Krabbeltyp ist ein Crawler. Ja, das macht auch Sinn vom Titel her. Siren ist die Sirenenschlampe. Mit dem Gestell um sich rum. Ja, genau. Was eigentlich eine Zwangsjacke war, aber das haben sie sich irgendwie so. Sah nicht abgedreht genug aus. Ja. Eine sehr altmodische Zwangsjacke. Wie ein viktorianisches Korsett. Nur halt ein bisschen. Ja.
Beshi Brainy Fu. Bam. Bekomme ich jetzt mehr, bekomme ich mehr XP als früher? Den abgeschossenen Gegner? Moment, was ist das? Ah, Standard, okay. Alter, fuck. Ich bin, schon hier in die Ecke gedrängt, so. Was macht die HP bei dir? Die ist auf 87, das gefällt mir nicht ganz so. Ah, ich hab dich beschossen? Nein, das war nicht ich. Hier bin ich. So. Die Taschenlampen halten übrigens nicht ewig, wie man es auch von Half-Life kennt. Ja, warum auch immer. Naja, zumindest muss man keine Batterien sammeln. Oh Gott, das war ätzend so. Wenn wir Pech haben, kriegen wir wahrscheinlich irgendwie was von GEMA, von wegen hier, wegen dieser Death Metal Musik, die wir hinterher immer spielt. Ja, müssen wir ihn überlabern. Ja, heißt es dann wieder, es könnte eventuell zur GEMA gehören, also wird das gesperrt. Ja, scheiß GEMA, ey. Fickt euch! Ihr seid scheiße, ihr seid ein dreckiger Nazi-Verein. Stagma! Ja, ja. Einmal, das kann ich auch nicht sagen. Klar kann ich das, habe ich gerade gemacht. Okay. So, 1414. So viel Geld habe ich noch nicht mal selbst. Okay. Hallo, ich meine, der Typ, der die Stagma früher geleitet hat. Stagma. Ja. Dieser Drecksack. Was nehme ich denn? Ach, ich bleib bei den Felsenentitäter-Sachen. Ja. Dieser Drecksack hat damals, bis 1970 hat er die GEMA geleitet. So, dann nehmen wir jetzt erstmal schon mal das Rotgewehr mit. Ja. Ja gut, damals 60er, 70er, 50er, 60er, 70er Jahre, da waren die meisten Typen noch irgendwelche alten... Oh, guck mal hier, in diesem Ding liegt ein Dollarzeichen. Da waren die meisten Typen noch irgendwelche WAP-Typen in der Politik und so. Ja, zeig mal. Ja, das ist ein Bling-Bling. Ein Bling-Bling. Ja, das ist ein Symbol. Collectible, das man finden kann auf den Karten. Und dann kann man... Was kriegt man dafür eigentlich, wenn man alle gefunden hat? Außer einer Errungenschaft. Nichts. Ja, Errungenschaft, ne? Errungenschaft und EP, wahrscheinlich. Ja. Habe ich gehört zumindest. Zinetic Tyrant spielt jetzt. Oh, und da ist Munition übrigens. Komm. Ja. Yeah! Ich fühle mich irgendwie so dezent an Resident. Ich fühle mich so dezent an Resident Evil 5. Oh, der erste Flash Pound. Oh ja. Yeah, jetzt, kommt einer von den ganz großen Hoshis. Also von den stärkeren Gegnern. Also quasi die. Volle Kanne, Hoshi! Oh, ich glaube, sie die Schrotgewehr lieber auf. Die Schrotgewehr. Quatsch. Das Schrotgewehr doch lieber sparen für die großen. Stay pit, Fotze! Brenn, brenn, brenn! Oh, da seht ihr ihn. Und ne. Ah, da ist die Siren töten! So, da zerke ich doch mal gleich die Schrotgewehr aus. Ah! Ich hab schon wieder die Schrotgewehr gesagt. Das Schrotgewehr. Ja. Komm hier, nimm meine Energie. Quatsch, nimm meine Heilgranate. Viel Spaß, ihr Spacken. Nee, nix da. Zack, zack, zack. Glück hat die Shotgewehr, das Medic-Shotgewehr Auto. Ah, das ist Halbautomatik. Wenn ich jetzt richtig übrig. Ich bin jetzt kein Waffenexperte. Wenn es eine Unterhebel-Pumpgun ist, ist alles okay. Man nicht jeden einzelnen Schuss nachladen muss? Alle zwei? Ja. Sollte allerdings auf die Munition achten. Denn wie ihr gesehen habt, ist das hier nicht so wie bei anderen Shootern, dass hier überall immer irgendwelche Munitionskästchen oder Medifacts rumliegen. Wissen nicht immer. Ressourcenmanagement halt. Ja, ein bisschen taktisch muss man schon vorgehen. Boom! Ihr habt den Flashbound getötet, oder? Ja, gut. Ich glaube schon. Alter, Flammenwerfer. Ja, ich nehme jeden Treffer weg hier. Mit und du hast mich auch nicht einmal geheilt. Ich brauche nämlich dringend eine Heilung. Warte. Oh, Eisknarre. Neue Waffe. Eisknarre? Bumm! Ich schieße und irgendwie eine Sekunde später werden die Gegner getroffen. Liegt am Server, was? Ja. Oh, schön. Das würde ich mir auch ins Haus stellen. Es ist Johnny Walker, seine Hälfte. Bist du da hinten? Warte, ich halte ihn. Ich heile ihn. Quatsch. Ich heile ihn erstmal.
Sie sind an den Server. Ich schieße auf die Typen und ungefähr eine Sekunde später... Ah, er ist verwirrt. Errungenschaft Freiheit, Hack and Slash. Schön, schön, schön. Und ich habe immer noch 4 Granaten übrig. Okay, Welle 6, das heißt, wir sollten... Siebte Runde. Das heißt, wir sollten uns jetzt für den, für den Boss vorbereiten. Mal sehen, welcher es ist. Noch, das ist, es gibt jetzt keinen Boss. Noch kein Boss? Nein, noch nicht. Das ist erst die 6. Runde. Das war die 6., jetzt kommt die 7. Ich dachte, in der letzten Runde kommt wieder der Boss. Okay. Er kommt in der 8. Wie, 8? Da steht doch 7 von 7. Ja, in der 7 von 7 kommt noch eine Runde Gegner und dann kommt in der 8. Runde der Boss. Ah, okay. So. Typische deutsche Festung hier. The Lovesy German Wetter. Ich frage mich, wer das ist. Beziehungsweise generell die Gesichter auf den Gemälden. Das sind bestimmt. Wahrscheinlich sind das die Entwickler. Bestimmt die Entwickler. Übrigens, Dejan, bleib mal stehen. Ja. Oh, danke schön. Ich fühle mich also so. So, raus wieder. Ich fühle mich also so ein bisschen an Resident Evil 5 Lost in Nightmares erinnert. Nur halt im Ego-Perspektive. Und. Oh, eine SMG. Brauchen wir aber nicht. Kann übrigens auch nur bis zu einer bestimmten Menge, habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, Waffen aufsammeln. Kann also nicht unendlich, weil das Inventar ist bis zu einer bestimmten Menge begrenzt. Jede Waffe braucht eine gewisse Menge an Platz. Und es ist voller Details. Wenn man zum Beispiel nachladen drückt, wenn die Munition noch voll ist, dann macht der Charakter eine andere Animation. Ja, ist ganz witzig. Das ist halt Details. Dein Leben ist übrigens nicht voll, just saying. Ach, die paar. Die 8 Punkte. Die können nicht lebensentscheidend sein. Ja, ja, vor allem wenn man gegen den Boss wegrennt die ganze Zeit, nicht wahr? Na, was kommt diesmal? Hoffentlich geht das nicht in die Hose. Was kommt diesmal? Flashplowns? Wahrscheinlich wird dir die Neuerung gefallen, die das Spiel gemacht hat. Warum der Typ auch immer sich keine Rüstung kauft. Keine Ahnung. Ah, nein, 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 nein! Welche, Dings. Welche Klasse hat der Typ eigentlich? Sniper. Hä? Der Flashbomb ging jetzt aber schnell. Ich hab den Flashbomb. Der war wirklich schnell tot. Das ging ich hab dem guten Schaden gemacht. Diese Waffe hier macht echt guten Damage. Haben sie den Flashbomb genervt? Beziehungsweise seine Lebensenergie runtergemacht? Die meisten Gegner haben sie genervt. Ja, ich hab irgendwie das Gefühl, dass der Flashbomb früher mehr vertragen hat. Oh, Kettensägen, Tyrant. Oh, du hast da so was Rotes. Zack, 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 zack. Alter, jetzt reicht's mir. Du hast etwas im Gesicht! Es war Schmerz! Alter! Ja, ich krieg's wieder voll rein. Klingenspasti, stirb! Habt ihr es gesehen? Ich habe jetzt einmal geschossen und eine Sekunde später ist der Typ umgefallen. Ah. Oh, ich habe eine andere Schrotti aufgenommen. Ja. Wenn man übrigens wenn man Waffen von anderen Klassen aufnimmt, dann levelt man übrigens auch für diese Klassen. Also genau, und macht weniger Damage. Ja, leider. Aber zumindest kann man dann so, zumindest wenn man will, XPs auf die anderen Klassen verteilen. Krieg ich auch mal eine Heilung von dir, Dejan? Ich weiß, das klingt jetzt komisch, ja, aber... Ja, mach ich doch gerade. Echt eine Heilung gebraucht. Ich hab jetzt dreimal auf dich geballert. Du musst jetzt eigentlich doch mal ein bisschen was da zurückbekommen. Nichts gebracht. Hä? Alter, ja, da reicht's hier. Nimm meine Granate. Gönn dir mal eine Granate. Eine Heilungsgranate in dem Fall natürlich. Ja, die Nanobots von Horizon. Horsein. Das liegt an diesem dämlichen Server hier. Geht also nicht davon aus, dass das Spiel bug so ist. Das liegt jetzt nur am Server, dass die Gegner nicht sofort auf Schüsse reagieren. Ja, wir haben das erste Mal einen richtigen beschissenen Server erwischt. Leider. Eine Sekunde später wird er wahrgenommen. Ah. Zack.
Ich sollte doch lieber die, ja gut, ich sollte doch lieber für die normalen Gegner die SMG benutzen, ne? Oh, wir haben es aber schön eingesaut hier, was? Ja, wir haben das ganze, den ganzen Ort hier mit Blut tapeziert. Ah, der beste Waffe, was ist eigentlich nochmal die beste Waffe von allen, so Schadens- und alle Geschichten? Oh, Winchester 1894 ist es. Hm, brauche ich eigentlich nicht, ne? Was ist denn so Schaden? Feuerrate. Freut nur ein Zuschuss. Ah, die haben jetzt den Text übersetzt. Sehr schön. Shotgun. Ah, doch meine Heilungsknarre hat doch ein bisschen mehr. Ja, schmeißen wir raus. Oder verkaufen, besser gesagt. So. Duale MP. Ich nehme ja duale MP. Dann habe ich dann statt eine, zwei, 9 mm. Das macht dann im Notfall ein bisschen mehr. Kauf dir eine Rüstung. Ja, ich will auch schon Autofill. Hier, Kampfrüstung, Medizingranaten, alles gut. Perk ist auch drin. Deine Rüstung ist nämlich nicht... Achso, ja. Du hast ja mehr Leben als Rüstung. Ja, 20 mehr. Oh. Sehr praktisch übrigens, dass die ganzen Waffen auch so schön knallig grün leuchten, dass man sie auch nicht übersieht. Jetzt kommt der Boss. Ja, ist es. Oh, scheiße. You people disgust me. Achte auf deinen Energiekern. Es ist eine verwundbarste Stelle. Oh! Guck mal nach oben. Ja, Lebensleiste. Das ist schon praktisch, weil vorher gab es das nicht. Da muss man mal warten und gucken. Ah, ist er jetzt rot? Ist er orange? Ist er rot? Wie viel hat er denn noch? Ja, Dr. Hans Wolter, der, Wir sind hier auch in seiner Bude. Das ist sein Haus hier. Ja, der gepanzte. Der gepanzte Quatsch. Und der deutsche Akzent ist wirklich genial in diesem Spiel. Der gepanzerte Super-Nazi. Deswegen spiele ich den Nazi hier auch. Strasser. Ja, aufpassen. Granaten, die er wirft, sind nicht ein bisschen heftig. Vor allem die roten. Zack. Oh, wir machen aber ganz schön heftig Schaden. Achtung, jetzt ruft er wieder die Mobs zusammen. Ach, jetzt rennt er weg. Filt die Nazi-Schwein! So, jetzt ist er unsichtbar. Seine Unsterblichkeit. Sein Schild ist zerstört. Wo ist er? Ach Gott. Ja. Ah, er geht immer auf den, der am meisten Schaden macht. Ist das richtig? Das ist wissen der auf der ersten auf ihn schießt. Na, ich zieh die Mobs. Au ab. Kommen die da plötzlich her? Zeitlupe. Ich wollte übrigens letztens mal aufs eBay Return to Castle Wolfenstein kaufen, aber war natürlich schnell weg. Ist eigentlich lustig, das Spiel hat eine F16-Freigabe, aber wurde doch noch editiert. Obwohl es gar nicht, obwohl es gar keine Nazi-Symbole oder sowas hatte in der Version. Naja. Früher konnte sich ja jeder beschweren bei der FSK und dann sagen, nee, dieses Spiel, machen Sie das doch mal bitte nochmal, überprüfen Sie nochmal, dann kann es nochmal indiziert werden, wenn die Leute das dann sagen. Dann, naja. Ich glaube, er ist bald unten. Ja! Yeah, hier, nehmt das Geld! Woohoo! Make it rain. Make it rain. No, yeah! Ey, wir sind voll die Bonzen. Wir schmeißen das Geld durch den Club. Nee, nicht durch den Club, eher durch die Ruine. Yeah! Zerstörer! Und wer hat den Monster... Dominator ist Ike Kerning. Yeah! Ja, was hab ich dafür bekommen? Einen braunen Hut. Einen braunen Hut. Brauner Hut. Geil. Ein Flat Cap. Ein flaches Cappy. Ja. Super. Schrottflinte, okay. Fast 8000 Schaden. Oder 8 Millionen? Kann ich rechnen. Okay. Vielzeit, oh, 14. Okay, ja, die XP ist eigentlich ganz fair in dem Spiel, kann man sagen, ne? Ja. Boah. Aber jetzt erstmal, Pause.
Genau. Ja. Also, Okay, Fazit fürs Erste. Wir spielen übrigens noch ein paar Runden. Keine Sorge. Das ist nicht die erste, das einzige, der das Spiel Test. ist fordernder, yeah, kann man sagen, fordernder als Left 4 Dead 2. Ja, kann man sagen. Und vor allem ist das Gameplay um einiges besser. Und Allein weil du schneller bist, die Waffen unterschiedliche Fähigkeiten haben, die Waffen auch einen gefühlten Bums haben. Also wirklich, wenn du mit der Schrotflinte schießt, dann hast du auch das Gefühl, eine Schrotflinte in der Hand zu haben und nicht ein Ding, was feuchte Taschentücher rausspuckt. Du hoverst Also wie nicht, bei Left 4 Dead obwohl. 2, wo die Spaß 12 einfach nur so ist. Finde ich Totale gut. Rotzwaffe, ja. Es fühlt sich wirklich scheiße an. Die Waffen sind nicht stark genug in Left 4 Dead 2. Ja. Also ganz ehrlich, wenn ich mit einer Spaß 12 schieße, möchte ich, dass die Gegner One-Hit umfallen. Tja, Punkt. wir werden es nie erfahren, dass das mal in der Fortsetzung anders sein könnte, weil Valve macht ja keine dritten Teile. Ja, feucht, voll der Gag. Okay. Ja, und Dein Fazit? es ist vor allem besser als Killing Floor 1. Das war ja, es fühlte sich noch. Was ja auch nur eine Mod war. Ihr müsst euch vorstellen, Killing Floor 1, alle, die es natürlich kennen, das ist das jetzt kein Ding. Killing Floor 1, da ist man geschlichen. Man ist geschlichen Ja, war sehr durch die langsam. Level. Ja, man war wirklich extrem langsam. Also man ist durch die Level Und es geschlichen. kam ein teilweise. Da, da war es, Ja. da war wirklich, wenn die Händlerin irgendwo aufgetaucht ist und die auf der anderen Seite der Map war, hattest du wirklich, ja. Ja. Gute Chancen, dass du nicht zum Händler gekommen bist, weil du zu langsam warst. Oh ja. Das Springen war nicht ordentlich, also alles in allem ein sehr schlechtes Spiel. Auch wenn es natürlich irgendwie gut war, ein bisschen, Irgendwie. aber vom Gameplay her wirklich sehr scheiße. Also ich habe das auch nicht gemocht und war deswegen sehr kritisch Killing Floor 2 gegenüber eingestellt, deswegen habe ich es mir auch nicht geholt fürs Zuerst. Erste. Ja. Aber jetzt, Nachdem wir ein durch das bisschen selber Spielen Zeit habe ich durchgehen. gemerkt, Ja. nachdem sie es ein bisschen getweakt haben, ein bisschen verbessert haben, die Waffen fühlen sich kraftvoll an, sie sind wirklich stark. Gut, die Mikrowellenkanone hat den Nachteil, dass man nicht ganz so ein gutes Trefferfeedback hat, außer dass die Gegner schön aufquellen, bevor sie sterben, also so richtig schön so Es kommt auf das Ergebnis an. groß werden. Ja. Aber die Waffen sind extrem stark und ich habe die Klasse übrigens, den Feuerteufel, nur genommen, damit, ja, ihr wisst schon. Viel Ich Platz. kann auch eine andere Klasse nehmen, aber Ja. ich spray halt gerne in die Menge rein. Das ist bei einem Zombie-Spiel so ein bisschen spaßiger. Spray and Pay, ne? Ja. Man muss auch nicht hundertprozentig genau zielen. Außer natürlich Eben. Kopfschüsse, wobei das ist ja eher so eine Ja, Sache. Hat man ja da gesehen. habe ich ja die, da habe ich ja die, die Ja, Revolverheld-Klasse. und der erste Teil. Und grafisch haben sie auch gleich mal draufgelegt, weil der erste Teil fühlte sich noch wie eine Grafikdemo an. Das Grafikdemo, ich glaube, du hast da was ganz. Das ist auf Unreal Engine 1 entwickelt worden oder so. Nicht mal auf der Borderlands entwickelt wurde. Also darfst jetzt keinen Schwachsinn reden. Ja, was fühlte sich. Das war kein Grafik, das war kein Gra das war, das war noch, das war schon ein vollwertiges Spiel, so ein Ein bisschen. bisschen, aber es fühlte sich auch noch ein bisschen steif an, sagen wir so. Vor allem auch wegen dieser Schleichgeschichte. Ja. Und ein bisschen ruckelig und Und weil die zuckelig. Waffen, ja, die Waffen haben sich auch nicht besonders, nicht alle Waffen haben sich schön kraftvoll angefühlt. Ja. Aber jetzt geht es. Okay, Leute, also sofern ihr noch die Möglichkeit habt, an das Spiel ranzukommen, ich schaue in die andere Richtung, ne? Steam hat ja in der letzten Ja. Zeit ganz viele Index- oder malkliche Index-Spiele ja jetzt rausgeschmissen aus dem Store. An Ja. Inter oder war das nur eine. Haben sie es nur bereit und dann wieder zurückgängig gemacht? Wie. Nee, 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 das ist schon richtig. Ja, schon doof. Ist leider doof, ne? Für GOG ist es genauso, da haben sie auch Wolfenstein-Spiele rausgeschmissen. Zumindest Ja. für deutsche IPs. Naja. Du musst dringend ein paar Spiele organisieren, Ja. die interessant sind. Du meinst wie System Shock Auf 2? YouTube, darfst du Hakenkreuz und so eine Scheiße in Spielen zeigen. Das ist völlig erlaubt, das ist in Ordnung. Auf YouTube ist das okay. Da hast du Sicher? keine, da hast du kein Problem. Ja, du kannst ruhig dieses neue Wolfenstein spielen. Also dieses Du bevor. meinst wegen amerikanischen Rechte und so Vor. weiter? Ja. Der Jugendschutz kann dich allerhöchstens mal fragen, könntest du das vielleicht bitte mal runternehmen? Könnten Aber Sie dann sagst du, nö. dieses Condiment 1 und 2 Let's Play runternehmen? Das ist ein bisschen beschlagnahmt und so. Ja, Naja, heul, heul. ja. Okay, also Leute, wir sehen. Und man kann es ja auch auf 18 stellen, obwohl es bringt ja auf YouTube leider nichts angeblich, ne? Neben Auch bringt es auch nichts. vor allem auch nicht rechtlich, weil du kannst doch sagen, ich habe 18 gestellt. Ne, es geht nicht, weil jeder kann ja 18 sagen auf YouTube, scheiße. Ja, Ja. Okay. Also Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge und dann vielleicht nochmal Killing Floor. Ja, gibt es noch ein paar Levels, nicht wahr? Haben wir ja gesehen, noch ein paar Maps. Sind zwar nicht so viele, sind was, wie viel? 6, 8 Stück?
Ja, so in dem Schnitt, aber dafür sind die extrem gut durchdacht. Und man es gibt keine Sackgassen. Man... Und es gibt keine Sackgassen. Das ist das Ich glaube, Allerwichtigste. bei Call 1 of war es, glaube ich, Duty-Maps noch. sind voll mit Sackgassen und unsichtbaren Ja, ich glaube, Wänden. bei Killing Floor 1 war es noch möglich, noch irgendwie Sackgassen zu geraten, ne? Ja, aber das haben wir auch nicht intensiv gespielt. Insofern können wir uns da kein großes Urteil erlauben. Ja, und das, was ich gesehen habe, war auch ein bisschen simpel und ja, halt üblichen Labor. Das war auch ein Mod, Dejan. Das ist auch ein Mod gewesen. Also Aber wie? dürfen wir uns nicht so Aber wie darüber aus mokieren. Counter-Strike ist etwas raus geworden? Größeres, ne? Ja. Eher etwas Besseres geworden. Ja, warten wir dann auf Killing Floor 3, 4 und 5 und dann kommt was Neues kommt. Ach komm. Ja. Wieso? Konntest. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Vielleicht auch zu einer Warframe-Runde, wo wir das neue Sportspiel zeigen, was es gibt. Ja. Also, das ist wie Rocket League. Aber wir sehen uns zu verschiedenen Was? Sie wollen. 3D-Projekten. Ist auch mal Was? Sie Zeit. wollen Rocket League spielen? Ja, in Warframe. Also, es ist so ähnlich wie Rocket League, nur ist es in Warframe. Aha, okay. Hier haben wir nochmal einen Überblick über die ganzen Boni und was man da mal bekommt. Es ist quasi wirklich mehr. Geht schon richtig schon so ein Ja. Teils in die Adventure-Richtung. Mit den ganzen Perks und weiter. Da kann Jo. man schon mal ein bisschen mehr investieren. Nicht nur einfach nur baller, baller, baller. Okay, Leute. Ich habe für die meisten Headshots. Okay, also Leute. Bis zum nächsten Mal bei Killing Floor 2 oder einem anderen Projekt. Je nachdem. Besser anderes Projekt vielleicht. Ne? Okay, also bis zum nächsten Mal. Ciao. Und immer dran denken, stay pit, Fotze. Pfui. Obwohl, ist ja ab 18. Kann mir nicht. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.